Das sind News auf TVO am Freitag, 29. Dezember. Die Gemeinde Wartau kämpft mit aller Kraft um seine letzte Postfiliale. In der 5'000 Einwohnergemeinde sind von den ursprünglich 4 Poststellen schon 3 verschwunden und auch die letzte Filiale steht auf der Prüfliste der Schweizer Post. Schon ein Viertel von allen Einwohnern hat eine Petition unterschrieben, dass die Post nicht gänzlich aus Wartau verschwindet. Der Überlebenskampf eingefangen vom Tobias Lehnherr. Das ist noch die einzige Poststelle, die zu Wartau übrig geblieben ist. Zumindest bis jetzt noch. Dass jetzt aber auch die letzte Filiale zu Trüppach auf der Kippe steht, passt den Postkunden gar nicht. Ja, das ist ganz schlecht. Mindestens eine Poststelle in der Gemeinde, die alles anbietet. Das müssen wir haben. Die meisten Filialen hat Wartau schon verloren. Die letzte erst gerade im April hier in Zatzmaus, wo sie dort den Dorfladen eine Postagentur betreibt. Mit eingeschränkter Dienstleistung, wo die Kunden ihre Geschäfte selber abwickeln müssen. Mit zum Teil gewöhnungsbedürftigen Abläufen. Post ist für uns wichtig, weil wir noch einzahlen mit dem Einzahlungsbüchli. Wir finden das, was da ist, sehr unpersönlich. Und der Weg, wenn man älter wird, auf irgendwo her, ist fast nicht mehr möglich. Dann. Wir denken auch an die älteren Leute. Dass jetzt Post auch noch ihre allerletzte Filiale zu Trüppach zumachen will, nehmen die Wartauer nicht einfach hin. Parteien, Vereine und Privatpersonen sammeln Unterschriften für eine Petition. Mit Erfolg. Jeder vierte Wartauer hat schon unterschrieben. Unter den Unterschriftensammler ist auch der Lokalpolitiker Albert Heli. Als Staatsbetrieb denke ich, haben sie auch eine Aufgabe, eben nicht gerade wirtschaftlich zu denken und auch einen Teil der Bevölkerung zu denken. Also denke, hoffen wir schon, dass wir noch etwas damit bewegen können. Dass seine Gemeinde überhaupt keine Filialen mehr haben soll, kann auch der Gemeindepräsident Beat Tinner nicht akzeptieren. Er setzt voll und ganz auf Petition und ist zuversichtlich, dass Wartau den Gigant in Knie zwingt. Weil es doch zeigt, dass jetzt bis jetzt die Post noch nicht aufgekreuzt ist für Verhandlungen. Wir können der Post auch sehr gut aufzeigen, dass sicher zugegebenermassen die Umsatzzahlen, die Besucherzahlen jetzt, seit man noch an Zmoos geschlossen hat, in Trüppach gestiegen worden sind. Darum sind wir zuversichtlich, dass die dann zugunsten vom Erhalt der Poststelle sprechen. Die Post selber lässt sich aber noch alle Optionen offen, verspricht aber, die Bedürfnisse der Bevölkerung ernst zu nehmen. In Trüppach werden wir das Gespräch mit den Behörden aufnehmen, um gemeinsam mit ihnen die Lokalpostversorgung zu analysieren. Diese Gespräche sind für das zweite Quartal 2018 geplant. Unbestritten ist, dass wir für Neuerungen nie alle Kundinnen und Kunden begeistern können. Wir werden bei der Prüfung der Filiale in Trüppach auch die Argumente der Kundinnen und Kunden einfließen. Ob also in Zukunft die einzig richtige Postfiliale in Wartau überlebt, wird so schnell nicht entschieden. Das Zittern geht also weiter.